Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich eine unglaubliche Debatte heute hier im Hohen Haus und das bei so einem ernsten Thema. Da verkauft sich die AfD jetzt also als die Friedensfraktion, wie Herr Chrupalla es so schön nennt, als die einzige Kraft, was eben in der Kurzintervention gesagt wurde, die für Frieden in Deutschland und Europa steht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Den einzigen Frieden, den es gäbe, wenn wir Ihren Forderungen der letzten Monate gefolgt wären, das wäre in der Tat, Kollege Armitovic hat es gerade gesagt, ein Diktatfrieden Russlands. Das wäre ein bitterer Frieden, der klarmachen würde, dass das Recht des Stärkeren wieder gilt in Europa. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden wir nicht akzeptieren. Und wir lesen sogar Ihre Anträge, Kollegen von der AfD. Sie schreiben in Ihrem Antrag vom russischen Rückzug hinter die Grenzen vom 23. Februar, von fairen, freien Referenden im Donbass und von bilateralen Verhandlungen über die Krim. All dem soll Putin angeblich zustimmen im Austausch für das Versprechen, dass die Ukraine nicht in die NATO und nicht in die Europäische Union aufgenommen werden. Und da fragt man sich wirklich, in was für einer Welt Sie leben. Als ob Sie ernsthaft glauben, dass Russland sich darauf einlassen würde. Sie sind doch Putins beste Freunde. Wie glaubhaft ist das denn? Und dabei, Sie haben, ich sitze ja da ziemlich nah an Ihnen dran, Sie rufen ja auch dauernd rein, Sie fordern Fakten, was passiert, ist doch ganz offensichtlich, was Putin vorhat. Seine imperialen Fantasien, die liegen ja vor. Anfang des Monats drohte sein Außenminister Lavrov damit, dass Moldau bald das gleiche Schicksal drohen würde wie der Ukraine. Auch die baltischen Staaten, vielleicht fahren Sie da auch regelmäßig hin, werden regelmäßig bedroht. Ebenso Schweden und Finnland und ganz zu schweigen von Georgien. Keine Ahnung, was Sie dazu sagen, wo schon 2008 russische Truppen einmarschiert sind und bis heute geblieben sind. Putin greift seit Jahren, und das ist ein Fakt, Putin greift seit Jahren seine Nachbarn an und wird dies auch weiterhin tun. Sie brauchen auch nicht die Augen, es sind keine Lügen, das sind Fakten. Putin hat in den letzten Monaten, und das können Sie nicht abstreiten, über 300.000 Soldaten rekrutiert. Und wenn wir die Warnungen aus Kiew ernst nehmen, dann stehen dort insgesamt fast eine halbe Million russischer Truppen hinter der Front bereit für weitere Angriffe. Und die nächste Großoffensive, davon gehen wir aus, ist nur eine Frage der Zeit. Und auf den angeblichen Friedenswillen dieses Mannes wollen Sie vertrauen. Das kann wirklich nicht Ihr Ernst sein. Und selbstverständlich, wer nicht hier in diesem Hohen Hause und auch auf den Zuschauertribünen würde sich wünschen, dass die Waffen schweigen. Und ich weiß auch, wie Außenministerin Baerbock verhandelt hat. Wir haben wirklich hier in diesem Bereich alles probiert, was man machen konnte. Wo wir uns aber in der Analyse vollkommen unterscheiden, ist, dass wir realistisch sind in der Frage, wie wir zu diesem Frieden, und es muss ein gerechter Frieden sein. Insofern, Herr Lechte, mir geht es heute genauso wie Ihnen, stimme ich da hier Trittin auch an dieser Stelle zu. Es ist aber auch einfach wirklich eine ernsthafte Geschichte und kein parteipolitisches Thema. Wir haben begriffen, dass Putin erst dann ernsthaft friedensbereit ist, so schlimm wie das ist, wenn er merkt, dass er militärisch nicht gewinnen kann. Und dass der Weg zum nachhaltigen Frieden deshalb nicht über den Entzug von Unterstützung der Ukraine führen kann, sondern natürlich im Gegenteil über die Stärkung der Ukraine. Und deshalb ist es auch richtig, Kampfpanzer zu liefern. Diese Entscheidung macht sich ja wirklich keiner leicht, insbesondere natürlich nicht in Ihren Reihen und bei uns übrigens auch niemand. Und es ist richtig, dass wir jetzt die Leopard 2 und 1 Panzer liefern. Das ist das, was die Ukraine im Kampf um die Freiheit braucht. Und deshalb, ich sehe, meine Zeit ist abgelaufen. Ja, wir brauchen Frieden, wir brauchen aber keine Anträge der AfD, die so tun, als seien sie hier die Friedenspartei. In diesem Sinne, lassen Sie uns weiter gemeinsam für die Unterstützung der Ukraine einstehen. Herzlichen Dank.